Ja, Herr Schönbeck, schön, dass wir Sie besuchen dürfen in Ihrem wunderschönen Zuhause. Sie haben ein Buch geschrieben zusammen mit Tim Bröse, das da heißt Und nie kann ich vergessen. Da möchte ich Sie unterbrechen und gleich, wenn ich darf, entschuldigen Sie, verbessern. Ich habe kein Buch geschrieben. Aber Sie haben das Interview gegeben. Es ist ein Buch über mich geschrieben worden. Jawohl, das passt. Ja, ich muss da wieder drauflegen. Ich habe schon gesagt, oh ja, von Freundeskreis aus weit her gesagt bekommen, ja, du blöder Kerl, hast du das denn nochmal nötig, in die Öffentlichkeit zu kommen? Du kannst doch den Mund nicht halten. Solche Dinge. Ja, ja. Nein. Ich habe kein Buch geschrieben. Nein, aber ich sagte, Sie haben es zusammen veranstaltet, weil ohne Sie wäre es nicht gegangen. Aber das ist ja... Ich habe mitgemacht. Ja, wunderbar, das ist doch schön. Ich habe gelesen in der Presse eben über dieses Buch und da wurde es mir ganz warm ums Herz, denn mein Vater, der auch Hans hieß, Hans Robert Lejeune, war auch in Stalingrad. Und er hat nie über Stalingrad gesprochen. Jetzt haben Sie ja in diesem Buch wirklich Ihr Herz geöffnet. Man kann sagen, 80 Jahre, nachdem Sie in Stalingrad waren. Und Sie haben es gemacht, um, und das finde ich unglaublich zu sagen, also wenn man in Stalingrad gestorben wäre, Sie hatten viel Glück. Und darum möchte ich einfach dieses Interview unter dem Motto nennen, das Wunder von Stalingrad. Aber Sie sagten, wenn, oder das Buch beschreibt, wenn man in Stalingrad gestorben wäre, wäre das ein viel schlimmerer Tod gewesen als ein normaler Tod. Was wollten Sie denn in dem Buch, was wollen Sie mit diesem Buch sagen? Ich bin gebeten worden, ich fange wieder so rum an. Als Zeitzeuge. Einer der Letzten. Mich zu öffnen und ein kommendes Buch darzustellen, was wirklich die damalige Zeit und die heutige Zeit verbindet. Das war der Hintergrund, den man mir gesagt hat, als ich gebeten wurde, mich für das Buch zu öffnen. Erzählen Sie doch mal, wenn Sie möchten. Sie waren ein junger Mann, Sie hatten gerade das Abitur gemacht. Sie sind wirklich wunderbar aufgewachsen in Ihrem Familienzuhause. Und irgendwann wurde eben der Befehl, man muss einfach in den Krieg ziehen. Was hatten Sie damals sich dabei gedacht? Der Krieg war ja ausgebrochen, wie Sie gerade sagten, als ich noch Schüler war. Und es war im Familienkreis, damit meine ich in erster Linie Vater und Mutter, ganz selbstverständlich, dass es die Familie im größeren Sinne gesehen wieder treffen würde in Bezug auf Einberufung in die Wehrmacht. Und so konnte man sich auch ganz leicht vorstellen, dass es mich treffen würde. Und mein Vater und ich haben besprochen, da es unausweichbar für mich sein würde in dem Alter, dass ich mich von vornherein als Offiziersanwärter melde, um nach Möglichkeit die Offizierslaufbahn einzuschlagen, um damit auch nicht ganz unten immer als der arme Schütze im Schützengraben zu liegen, sondern ein bisschen höher zu kommen und die Dinge besser verstehen zu können. Unabhängig davon bin ich in einer Familie aufgewachsen, wo es auch ohne Krieg ganz selbstverständlich war, dass man diente, seinem Vaterland diente und
zumindest Reserveoffizier wurde. Wenn nicht durch gegebene Umstände Offizier. Also war es für mich durch meinen Vater und durch meine Eltern gar nicht so fremd, dass ich mich relativ bald stellen müsste. Und das habe ich ja dann auch getan. Das heißt, Sie waren freiwillig, Sie haben sich freiwillig gemeldet. Ja. Ja, aber Sie wussten nicht genau, wo es hingeht. Doch. Wussten Sie schon. Wusste sehr genau, wo es hingeht. Und jetzt, unglaubhaft, also stellen Sie sich das, diese Szene, die ich jetzt kurz schilder, in der heutigen Zeit vor. Wir hatten natürlich genau besprochen, wenn du mal Soldat wirst, dann, mein Junge nannte mich der Vater, dann mein Junge, die Kavallerie gibt es nicht mehr in dem Sinn. Vater war noch Rittmeister nach dem Ersten Weltkrieg. Du tendierst wohin? Da kam also nur die Panzer in Frage, praktisch als die Nachfolger der Kavallerie. Also war es auch klar, in Schlesien gab es nur ein Panzerregiment, das Panzerregiment 15 in der 11. Panzerdivision. Und das war also dann auch ganz schnell mein Zuhause. Also Sie sind auch da mit Herzblut rangegangen an die Aufgabe? Also ich war überzeugt, dass es der einzige Weg sein kann für genau. mich. Ich hatte folgende Szene, die ganz grausame Nachwirkungen hatte erlebt. In der letzten also schon im Krieg, aber in der Abiturklasse noch, erschien plötzlich der Direktor in der Tür, hinter ihm zwei SS-Offiziere, jung natürlich, schick, Ausgehuniform. Und der Direktor sagte, also Jungs, heute passiert mal ganz was Schönes. Ihr werdet jetzt nach Breslau gefahren. Das waren 60 Kilometer von Ohlau aus, knappe 60 Kilometer. Und dort erwartet euch zwei Tage lang eine Prüfung, die ihr psychisch und physisch machen müsst. Und ich sage euch jetzt schon, ich habe gehört, wer diese Prüfung von euch gut besteht, kriegt das Abitur geschenkt und darf in die Leibstandarte Adolf Hitler. Mhm. Großes Schweigen, großes Murmeln. Der Direktor sagt, die Lastwagen stehen schon unten, oder der Lastwagen steht schon unten. Lasst eure Sachen bitte alle hier. Ich rufe eure Eltern an. Die Mädchen können nach Hause gehen, bitte schön. Und hier wird also zugeschlossen, euren Sachen passiert nichts. Und ihr fahrt jetzt los und werdet also wunderbar in der SS-Kaserne verpflegt werden und überhaupt behandelt werden. Also ohne einen Widerspruch sind wir auf diese Lastwagen und sind nach Breslau gekarrt worden. Gekarrt, weil es ja wirklich Lastwagen waren, wo Bierbänke drin waren. Also im Grunde hat man euch da reingelockt. Nein, viel schlimmer. Noch schlimmer. Es war die Diktatur in Reinkultur, würde ich sagen. Also ab nach Breslau und die ersten Dinge, die man mit uns gemacht hat, waren körperlicher Art, also Sport draußen etwas, Sport an den Geräten und dann Mittagspause, Gulaschkanone, toll. Ich bin ausgebüxt, mein Vater war reaktiviert in dieser Zeit und in Breslau, großes Glück. Und habe meinen Vater noch mal großes Glück erreicht,
du Vater, ganz toll, ich bin dort und dort und das soll geschehen und wir kriegen das Abi geschenkt. Das war für mich die Hauptsache. Ja, klar. Schweigen. Dann mein Vater, Junge, wo bist du? Du gehst zurück in die Kaserne sofort, du unterschreibst nichts, ganz laut und deutlich. Und ich komme, oh Gott, was habe ich angerichtet? Ich bin also natürlich in die Kaserne wie ein betrübster Pudel zurück und habe mich wieder eingegliedert dann, das Essen war gerade zu Ende. Und hab der Dinge gewartet, die da kommen. Und die kamen in die Gestalt meines Vaters, der, wie ähnlich in der Schule, in der Tür stand und sagte, also Jungs, ich finde das toll, dass ihr heute hier euch versammelt habt. Leider ist eine kleine Panne passiert. Ihr könnt stolz sein, dass unser Führer euch gerufen hat. Es ist ein bisschen zu früh und die Panne liegt darin, dass die Wehrmacht euch einberufen wird. Und das werde ich dafür sorgen zur rechten Zeit und werde auch dafür sorgen, dass ihr möglichst jeder dahin kommt, wo ihr gerne möchtet, waffenmäßig gesehen. Und jetzt könnt ihr wieder auf eure Autos gehen, in eure Autos gehen und wird wieder nach Hause gefahren. Ist hier ein Hans Erdmann Schönbeck? Ja? Mitkommen? Gut. Ich saß im Auto, schweigen, bis nach Hause. Und mein Vater legte dann seinen Arm um mich und sagte, Junge, du wirst das nicht verstehen, was ich getan habe. Aber ich sage dir, wie schon so manches Mal, aber heute wirklich ganz ernst. Ich bin dafür, wie wir besprochen haben, dass du dich meldest als Freiwilliger. Aber du gehst jetzt erstmal in die Schule und wenn es soweit ist, das ist ja bald, der Krieg läuft ja gerade schon, leider, dann wirst du verstehen, was ich gemacht habe. Und ich war damals noch in Ohlau in der Schule und bin also mit der Bahn weg und Sie können sich vorstellen, nächsten Tag in der Klasse, wie wahnsinnig verschissen ich hatte bei allen. Und nur die Mädchen waren noch nett zu mir. Und damit fing das erste Mal in meinem Bewusstsein eine Spaltung an. Der Jungs, die begeistert waren, und derjenigen wenigen, die, also wie ich sagte, nee, da machen wir nicht mit. Kritisch waren, ja. Der Vater Schönbeck hat schon recht gehabt und kritisch waren. Und damit hatten wir bereits die ersten zwei Lager. Ich habe das riesige Glück gehabt, für mein ganzes Leben geltend, dass ich von klein an bis erwachsener junger Mann mit am Mittagstisch, großer Mittagstisch immer im Landhaus gesessen habe, wo immer politisch gesprochen wurde und dass meine Eltern von vornherein nicht für den Nationalsozialismus waren. Das habe ich gehört und zu so einer Zeit ist, was der Vater sagt, einfach richtig. Aber dieser Vater hat mich ganz früh in das große Vertrauen gezogen. Zum Beispiel von diesem Moment an haben wir immer gesagt, hatte die Familie Schönbeck ja irgendwo einen roten Reiter auf einer Karteikarte,
nachdem mein Vater mich da rausgeholt hatte und wieder alles aufgelöst hatte. Das galt im Übrigen nicht nur für uns, Jungs aus die Abiturklasse aus ganz Schlesien war da zusammengekommen und wurde wieder nach Hause geschickt durch meinen Vater. Also es war schon eine sehr kritische Situation, die in der Zeit Gott sei Dank keine Auslöser hatte. Wie war denn, Herr Schönbeck, wie war denn so die Jugend damals? Begeistert. Begeistert. Ja. Wieso waren die so begeistert? Ich war es ja auch etwas. Ja, ja, ja. Wir hatten die schnellsten Flugzeuge. Wir hatten die ersten Düsenflugzeuge von allen. Wir hatten sowieso die schnellsten Autos, haben alle Autorennen gewonnen. Wir waren sowieso die Größten. Durch die Nazis waren wir in jeder Weise die Größten, also was meine Altersgruppe anbetraf. Und insofern gab das da gar keine Frage, dass man da dabei sein musste. Aber jetzt sind Sie ja dann, Sie sind ja dann eingezogen worden. Ich bin ganz normal eingezogen worden und, das wollte ich vorhin berichten, da kam ich davon weg. Es war klar, dass ich zum Panzerregiment 15 nach Sagan gehe. Mein Vater hatte mit dem Kommandeur schon gesprochen, telefonisch, und hat ihm gesagt, dann und dann, wenn Sie, Herr Oberst, in der Lage sind, mir einen Termin zu geben, dann komme ich mit meinem Sohn. Und tatsächlich bin ich zwar nicht an der Hand von meinem Vater, aber ich bin sozusagen von meinem Vater dem Regimentskommandeur übergeben worden. Stellen Sie sich das bitte heute vor. Das meinte ich vorhin, als ich so machte. Ja, ja, verstehe. Aber Sie sind ja dann Richtung Russland. Ja, wir sind. Da war ja immer noch die Euphorie. Also die Taktik dieses fürchterlichen Regimes war ja auch zu blenden, zu sagen, also natürlich. Ihr kommt jetzt da im Grunde rüber und wir gewinnen und wir haben schon die Hälfte. Also im Grunde ist ja das Ganze, und Sie sind ja ein Herr, und es ist ja ein Lügensystem gewesen. Ja? Also auch durch den Volksempfänger konnte man blenden, also wir haben die Schlacht da und dort gewonnen. Wie war denn das, wo Sie gemerkt haben, jetzt geht es Richtung Russland? Ja? Und Sie waren ja für Ihr Alter, Sie waren damals 19 oder so, oder? Wie alt waren Sie? Sie waren 19 Jahre alt, Sie sind heute, Sie leben gerade im 100. Lebensjahr, was ja wunderschön ist und so fit, so elegant und einfach, Sie können ja über Ihr ganzes Leben wunderbar erzählen. Aber im Grunde haben Sie ja gemerkt, es ist nichts Gutes. Das habt ihr ja irgendwann gespürt. Und Sie waren ja auch so ein Mensch, Sie hatten ja schon Verantwortung für Ihre Kameraden. Es war ja so, dass die Truppe, in die man kam, Frankreich und den ganzen Westen hinter sich hatten, den Balkan hinter sich hatten. Und da waren also, altersmäßig lasse ich jetzt mal weg, aber eben auch so viele dabei, die ganz klar sahen, was da eigentlich passiert. Und die durften ja nicht, die durften ja nichts sagen. Die aber trotzdem, wenn man mal alleine war oder hinter vorgehaltener Hand, so ein Mist. Und also es wurde schon sehr Opposition geübt, gar keine Frage. Dennoch war es bereits so weit gerollt, dass wir alle mussten. Es war überhaupt keine Frage. Also man konnte nicht mehr zurück, also man konnte nur noch vorwärts. Ja. Es ging nur noch so. Ja. Jetzt ging es ja dann immer mehr Richtung Stalingrad. Nein. Noch nicht? Es ging, und das habe ich eben erlebt, das werde ich Ihnen eben noch berichten, zum Thema Angst. Es ging nach Moskau. Nach Moskau erst, ja. Und als
wir in der Bereitschaft liegend. Das Bombardement war uns, über uns hinweggegangen. Die Infanterie war dem Bombardement gefolgt. Auch unsere ein Panzerregiment, Panzerdivision, hat ja auch Fußsoldaten. Mir fehlt der Ausdruck im Moment. Die waren ja auch schon nach vorne. Und am ersten, zweiten Abend kamen Verwundete zurück, auftragen. Hm. Zerfetzte Körper. Hm. Und da stieg die Angst natürlich. So schlimm hatte ich es mir nicht vorgestellt. Und so eine Angst habe ich mir auch nicht zugetraut. Ja. Ich hatte gedacht, ich könnte dem besser widerstehen. Dann hieß es... Aber darf ich mal noch mal fragen, Sie durften ja auch gar nicht so gegenüber Ihren Kameraden die Angst zeigen. Sie mussten ja immer auch sagen... Ich war ja, aber ja. Bitte erlauben Sie mir jetzt den Ausdruck... Ja. Ich war ja ein Schützearsch. Ja. Also ich war zwar Gefreiter ja. und wurde relativ schnell Unteroffizier, aber ich war ja ganz unten und hatte auch ja nichts, wo ich Hilfe suchen konnte oder wo ich anfassen konnte oder mich ein bisschen anlehnen konnte. Ich war alleine in dem Moment. Herr Schönbeck, wo war denn da Gott? Wo war Gott? Weit weg. Hm. Aber ich bin bis zum heutigen Tage ich wollte anders anfangen, ich bin in einem sehr christlichen Haus aufgewachsen. Und bin bis zum heutigen Tage ein guter Christ bei der evangelischen Kirche. Das bedeutet nicht, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen bin. Hm. Sondern jeder muss, um auf Ihre Frage zu kommen, jeder muss selber wissen, wo er seinen lieben Gott findet. Ja. Den hatte ich im Moment, als ich selber an der Front tätig sein musste, was heißt tätig, selber schießen musste, nicht ganz nah bei mir. Mhm. Ich habe ihn aber, den lieben Gott, recht bald wieder gefunden, mhm. nachdem die Kämpfe losgegangen waren und nachdem ich erst mal selber wusste, wie ist das eigentlich, wenn es dauernd um die Ohren pfeift, und wenn man selber dazu gezwungen wird, zu schießen. Sie waren ja dann im Kessel von Stalingrad. Noch lange nicht. Noch lange nicht, das ging weiter. Ich kam nach Moskau, ja. Nee, ich kam vor Moskau. Und wie Sie wissen, das lasse ich jetzt aus, kamen wir nicht rein, obwohl ich... mein Regiment, meine Division ganz dicht bei denen war, die auch genannt wurden, 30 Kilometer vor Moskau. Wir blieben durch bekannte Dinge stecken. Und ich wurde rausgezogen und auf die Offizierschule geschickt. Das war Zufall. Das war geplant, aber nicht geplant, was wenn ich nach Moskau reinkam. Also es heißt Offizierschule, aber nicht zurück in Deutschland, sondern... In Deutschland. In Deutschland. Also Sie gingen wieder zurück? Ich wurde alleine und auch andere Jungs aus den Regimentern herausgezogen und auf, ganz geplant und auf die Offizierschule in Wünsdorf bei Berlin geschickt. Mhm. Und da waren wir 4 Monate und wurden das erste Mal nicht nur etwa gedrillt, das war in Sagan längst vorbei, ein schlimmes Drillen, was man heute bestrafen würde, wenn so etwas heute passiert. Aber beschreiben Sie mal, wie war das? Was haben die gemacht mit Ihnen? Regelmäßig. Es gab noch einen
ich nenne es mal Exerzierplatz, einen Kasernenplatz. Ja, es war ein Exerzierplatz. Ganz dicht an den Kasernen, wo wir schon einmal also in ziemlichem Tempo angegeben, immer von dem führenden Unteroffizier oder Feldwebel hin mussten. Dann gab es das ohne Gepäck, mit Gepäck. Ohne Gepäck unter dem Panzer durch und gleich wieder auf den Panzer und in den Panzer. Das war gut, dass man das übte. Aber wie man das übte, das war... Heute habe ich wieder blaue Flecke. Damals habe ich sie aus anderen Gründen überall gehabt. Aber da darf ich mal da nachfragen, war das schon so geplant, zu sagen, jetzt bildet man eben die jungen Männer aus, ja, und um dann sagen, also jetzt, wir schicken euch im Grunde, ich sage es jetzt mal ganz hart, als Kanonenfutter zurück? Das ist in jedem Krieg so. Ja. 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 Da antworte ich ja. Ja. Aber da war ich nicht alleine. Ja, ja, klar. Das ist meinem Vater und meinem Großvater so gegangen. Mein, ja, Großvater mütterlicherseits, ja, ist gefallen als Oberstleutnant. Ja. Wie ging es dann weiter? Sie gingen dann nach der Schulung, gingen Sie wieder? Ja, nach 4 Monaten, mhm, wieder in dieselbe Truppe. Mhm. Und da kamen wir in die zurückgeschlagene Truppe, in die kläglich in diesem nicht erwarteten Winter in Sommeruniform, alles ist bekannt, wieder weiter zurück im Raum Minsk. Heute hören wir dauernd Minsk aus anderen Gründen im Fernsehen. In diesem Raum lagen wir und wussten nicht, gegen wen wir schießen. Sind das wirklich Soldaten, sind das Zivilisten, sind das Demonstranten, ja, was auch immer sein kann. Das waren mit meine schlimmsten Wochen, die ich im Krieg erlebt habe. Wir waren als Regiment verstreut über verschiedensten Dörfer. Und das war alles wunderbar intakt und sind dann, um einzelne Stellung zu halten, ich zum Beispiel 2 Kilometer ungefähr weiter raus. Sie müssen sich das mit sehr viel Schnee vorstellen und sehr, sehr kalt. Zum Teil minus 40 Grad, oder? Nein, das... 30? Nein, also... Ich werde immer gefragt um die 40 Grad. Ja. Ich habe 40 Grad nicht erlebt, mhm, aber ich habe 30 Grad erlebt. Das reicht auch. Und ich habe 25 Grad oft erlebt. Mhm. Also schon verdammt kalt. Und da lagen wir in einer Stellung so groß wie dieses Zimmer, mit Holz geplankt, als ich da reinkam, nachts hingebracht, als junger Leutnant von der Offiziersschule. Der Jüngste musste natürlich in das Schwierigste ran. Lag ein Toter drin. Den konnte man auch nicht zurückbringen. So wie ich nachts fast schleichend dahin gebracht worden war, diese guten 2 Kilometer. Nächsten Tag kam die Essens und die nächste Nacht auch wieder. In der Zwischenzeit hatte man uns mit... Von der Luft aus versorgt. Mir fehlen viele Worte heute. Nein, mit Werfern, mit... Granatwerfern. Ja. Sehr beschossen, sodass einer von uns, 5 oder wie viel wir waren, auch wieder getroffen wurde. Wir konnten ihn nicht retten. Es war keiner von uns dabei, der sanitätisch ausgebildet war. Wir haben ihn verbluten sehen und haben den armen, toten Kameraden neben den anderen gelegt. Ich wollte damit nur sagen, weil ich eben gesagt habe, meine schlimmste Zeit im Krieg. Und es hatte einen Sinn.
Wir hatten zwei schwere Maschinengewehre in dieser befestigten kleinen Stellung und mussten eine Straße und eine Bahnschiene frei halten für unsere Bewegungen, die von unserer Truppe irgendwie gemacht werden mussten. Und hatten genaue Ziele vorgegeben, wenn da Bewegungen sind, schießt ihr ohne Anruf, denn das ist also für uns gefährlich. Hier muss Bewegung für uns auf der Straße und mit dem Transport auf der Bahn frei bleiben. Das war die Aufgabe. Ja, Herr Schönbeck, dann war das so, es ist sehr gut beschrieben in dem Buch, dass Sie Weihnachten feierten 1942. Ja, ich kam von dort, was ich eben geschildert habe, vom Regimentskommandeur mitgenommen zu einer neuen Einheit, die aufgestellt wurde aus allen Kavallerie- und Reiterregimentern, die es noch gab. Wurde ein Panzerregiment geschaffen. Und ich, junger Dachs, musste den doch schon etwas älteren Kavalleristen beibringen, wie man Panzerkrieg macht. Ja, dazu brauche ich nichts sagen, da kann man nur lächeln. Mhm. Und das war aber im Grunde genommen alles sehr anständig. Denn die Kavalleristen waren froh, Panzerleute zu werden, weil es ja wirklich zu Ende war mit der Kavallerie und sie nicht mehr zu Fuß, sondern mit Panzer jetzt angreifen mussten. Und nach dieser Ausbildung in der Normandie sind wir voll neu ausgerüstet, neue Truppe in Richtung Ukraine und jetzt kommen wir in Richtung Stalingrad. Das möchte ich einfach noch mal, was mich so bewegt hat. Sie wurden ja dann auch verletzt. Sie hatten eine schwere Verletzung. Sie hatten Splitter. Sie haben auch seitdem ein Schulterblatt weg. Und Sie haben aber dann trotzdem an Weihnachten haben Sie sich noch ein weißes Hemd angezogen, haben eine Krawatte angezogen. Ich bin später verletzt worden. Später? Ja. Ah, okay. Nein, da war ich noch nicht. Okay, aber dieses Element, wo Sie eben einfach gesagt haben, ich gehe jetzt einfach zu meinen Kameraden. Und es wurde ja an Weihnachten da nicht geschossen, war ja irgendwie Waffenstillstand. Aber habt ihr dann Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen, habt das Vaterunser gebetet. Und im Grunde war es für Sie damals oder für Ihre Kameraden, also wir schließen ab mit unserem Leben. Das hat der Prose blendend geschrieben. Ja. Aber Sie haben es erlebt, Sie haben es ihm erzählt. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich möchte einfach mal jetzt die andere Seite. Sie haben eine wunderbare Laufbahn gemacht. Sie waren dann sehr, sehr lange bei BMW. Sie waren Vorstand gewesen bei BMW. Oh, das ist ein großer Sprung. Ja, ja. Nein, wir müssen ja alles noch in die Sendung reinbringen. Aber trotzdem, was wollen Sie denn mit dem Buch sagen, den Menschen? Sie sind ja einer der letzten Zeitzeugen. Sie werden am 9.9. dieses Jahres 100 Jahre alt. Das ist ja wunderschön. Sie wollten ja irgendwas sagen damit. Was wollen Sie den Menschen damit sagen? Herr Professor, ich muss immer wieder sagen, ich wollte kein Buch schreiben. Nein, aber Sie haben ja eine Botschaft jetzt hinterlegt. Ist ja Ihr Leben, da ist ja Ihr Leben drin. Ja. Nee, aber Sie wollen ja damit was sagen. Ohne Frage. Sie werden
falls Sie das Buch schon gelesen haben oder wenn Sie es lesen. Ich hab viel drin gelesen, aber aus zeitlichen Gründen bin ich noch nicht ganz fertig. Ja, aber nein, ich werden Sie sehen, dass das Wort Freiheit sehr, sehr, sehr oft vorkommt. Über mein Leben und überhaupt über Leben schreibe ich das Wort Freiheit. Ja. Und das versuche ich auch in dem Gespräch mit dem Pröse rüberzubringen. Ich war, wie wir gehört haben, eben mit 17, 18, 19 ja voll in der Diktatur gefangen und konnte nicht zu meinen Eltern, zumindest wenn jemand mithören konnte, eventuell sagen, was ich wollte. Ich war ja derartig gedeckelt, wenn ich sage ich, bedeutet das mein ganzer Jahrgang, alle wir, die wir da waren, das war ja von den Nazis derartig geschickt gemacht, dass die Diktatur sehr schnell griff. Alles, was man sich an Rüpeleien hat einfallen lassen, das ging ja leider Gottes auf. Und insofern kann ich immer wieder nur sagen, die Freiheit, die ich bereits also als, ich sag jetzt mal, Abiturient verloren habe und die ich erst nach dem Krieg wieder gewonnen habe und auch das nicht ganz leicht, denn wir waren in vier verschiedene Länder, Regionen aufgeteilt und wussten in dem Augenblick noch nicht so genau, dass wir Glück hatten, bei den Amerikanern in der Zone zu leben. Wobei wir natürlich wussten, oder ich wusste, dass ich Gott sei Dank nicht in der russischen Zone, in der späteren DDR lebte. Aber frei waren wir damals ja auch noch nicht. Und insofern begleitet es diese Freiheit mich lange Zeit in meinem Leben. Und kommt ja hier auch durch. Kommt hier durch. Dieses Regime, wann haben Sie gespürt, dass das einfach ja, das größte Verbrechen also der Zeitgeschichte geworden ist? Also wann haben Sie das gespürt? Von den Verbrechen haben wir alle ja, jeder verschieden wahrscheinlich, sehr spät gehört. Die stelle ich jetzt mal extra zur Seite. Von der Tatsache, dass wir bei diesem Regime nicht sein wollten, hat jeder, ich würde mal denken, von seinem Elternhaus gehört, ich spreche von meiner Generation jetzt, und was ich vorhin mal sagte, was ein Vater in der Familie seinen Kindern oder überhaupt seiner Familie von der Situation, von der politischen, sagt, das gilt zunächst einmal, wenn man so ist. Das wird anders, wenn man auf die Universität kommt und dort seine Freiheit wiederum sucht. Also, mein Vater hatte mich sehr, sehr zeitig zur Seite genommen und mir gesagt, Junge, auch als es eben nach Moskau, nach Russland ging, Junge, das wird ein langer Krieg. Und insgesamt habe ich dir ja immer schon gesagt, das wird nichts. Der Mann kann unser Land nicht führen, der hat nichts gelernt, der ist höchstenfalls Anstreicher, so nannte er ihn immer. Er ist nicht im Ausland gewesen, er spricht keine Sprache. Glaub mir bitte, Junge, das wird nichts. Unser heiß geliebtes Vaterland, mein Vater, kann von so einem Mann nicht geführt werden. Wir sind schon am Ende der Sendung, aber Sie beschreiben etwas, was in Ihrem Leben nie mehr auslöschbar sein wird. Und zwar, als Sie einen brennenden russischen Soldaten sahen und er im Grunde ja,
vor Ihnen plötzlich, Sie waren im Panzer, plötzlich stand er vor Ihnen und Sie mussten ihm im Grunde, Sie mussten den Schussbefehl geben, um ihm einfach, ja. Und Sie hatten ja auch, wenn ich das noch sagen darf, Sie hatten ja auch schon zum Schluss eine Waffe, wo Ihnen gegeben worden ist und sagen, also die Russen kommen immer näher, sie kommen immer näher. Und dann kam eben, und das ist das Wunder will ich es nennen, das Wunder von Stalingrad. Sie kamen dann noch mit einem Flugzeug weg, obwohl sie schwer verletzt waren. Man hat sie quasi in das Flugzeug reingeschmissen. Aber dieser brennende russische Soldat, der geht Ihnen nicht mehr aus dem Sinn wahrscheinlich. Eine der schlimmsten Situationen in meinem Leben. Es ist ja von Tim Pröse in dem Buch wiederum sehr, sehr gut dargestellt, diese Situation. Aber wir müssen sie nicht mehr beschreiben, bloß ich wollte das noch mal sagen. Vielen herzlichen Dank für diese offenen Worte und alles, alles Gute und bleiben Sie so fit und bleiben Sie so fröhlich auch.